Herzlich willkommen, meine lieben Clasher-Freunde, zu einem weiteren Video. Ja, Leute, ihr seht, ich bin heute mal wieder auf dem Account von der Jack Fred. Erstmal einen ganz lieben Gruß an dich und wie immer auch vielen, vielen Dank, dass ich auf dein Account durfte. Wir wollen heute hier wieder mal was testen. Mich haben einige von euch in den letzten Wochen gefragt, wie eigentlich das Zusammenspiel von dem Talent Unheiliger Pakt und der Reflexion, zum Beispiel von dem Atlantikor oder von dem Micha, aussieht. Ich habe jetzt hier auf dem Atlantikor ein Wappen drauf, sprich das Unheiliger Pakt Wappen. Und ihr seht es ja auch, hier steht, erhöht den Angriff um 85%, aber auch den erleidbaren Schaden um 20%. Und wie gesagt, ganz viele haben mich von euch gefragt, wie dieses Zusammenspiel dann aussieht. Denn wenn der Atlantikor, wenn der erleidbare Schaden erhöht wird, das heißt, wenn der Atlantikor mehr Schaden abbekommt, reflektiert er dann automatisch auch mehr Schaden. Ja, und das war halt die Frage gewesen, die ich des Öfteren gestellt bekommen habe, gerade auch gestern oder heute. Ich habe zumindest heute deinen Kommentar gelesen, Frederik Duke. Auch natürlich einen ganz lieben Gruß an dich. Und deswegen habe ich mir gesagt, pass auf, ich teste das Ganze noch einfach mal. Also der Atlantikor, ich denke mal, sein Skill sollte klar sein. Wenn der Atlantikor prockt, dann reflektiert er auf 10 von 10 7,5 Sekunden lang jeglichen Schaden. Ja, das heißt 100% des Schadens. Und da wir natürlich hier die Rune drauf haben, erleidet er 20% mehr Schaden. Und jetzt geht es einfach nur darum, reflektiert der Atlantikor dann nur 100% Schaden oder 120%. Und wir werden jetzt erstmal rüber auf meinen Account gehen. Dort werde ich euch dann mal kurz nochmal mein Aries zeigen, kurz alles nochmal durchrechnen. Und dann werden wir diesen Atlantikor hier mal auf die Schnelle angreifen. Also Leute, ich bin hier jetzt Also meine Lieben, ich bin jetzt hier auf meinem Account und wir schauen uns natürlich hier mal auf die Schnelle den Aries an. Und ich kann euch auch versprechen, dass es heute nicht ganz so viele Zahlen werden. Das wird hier heute wirklich schnell gehen. Also uns interessiert hier heute der Standardangriff von dem Aries. Das heißt, uns interessiert hier die Zahl 11.331 plus der Angriffsbonus, die grüne Zahl in Höhe von 8.932. Wir kommen somit auf einen Standardangriff in Höhe von 20.263. Das heißt, das sind die 100%, die der Atlantikor reflektieren würde. Wenn der Atlantikor aber 120% reflektiert, dann müssten wir nochmal rechnen, 20.263 mal 120% geteilt durch 100. Und somit würden wir auf einen Angriff kommen in Höhe von 24.315,6. Das heißt, wir runden das Ganze auf 24.316. Das heißt, wenn der Aries 120% reflektieren sollte, aufgrund dessen, weil er das Wappen Unheiliger Pakt drauf hat, dann werden wir die Zahl 24.316 sehen. Und wie gesagt, wenn er nur 100% reflektieren sollte, dann werden wir die Zahl 20.263 sehen. Und wir werden den Aries jetzt mal auf die Schnelle angreifen und werden dann mal schauen, was genau dort passiert. Also Leute, ich werde jetzt hier gleich den Aries dann absetzen. Ich muss aber vorher erstmal ein paar Truppen setzen, dass wir den Atlantikor auch zum Procken bringen, denn der hat ja nur das Wiederbeleben als Talent und hat ja jetzt auch nicht die 5er Erquicken-Rune drauf. Sobald er prockt, setze ich dann mein Aries hier ab und dann achten wir einfach mal auf die Zahl, die dort scheint. So, einen noch. So, und jetzt setzen wir den Aries und ihr seht die Zahl 24.316. Das bedeutet, dass der Aries nicht 100% reflektiert, sondern 120%, da er das Wappen Unheiliger Pakt drauf hat. Dasselbe würde natürlich dann auch so bei dem Micha ablaufen. Ja, wenn ihr Unheiliger Pakt nutzen würdet, würde der Micha natürlich dann auch mehr Schaden reflektieren. Ich hoffe, dass ich euch diese Frage somit vernünftig beantworten konnte und euch dieses Video wie immer gefallen hat. Wenn ja, hinterlasst mir ein Like, abonniert meinen Kanal, würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und ja, wir sehen uns dann wie immer in dem nächsten Video. Bis dahin.